Letztes Jahr nochmal, korrigieren Sie mich, Vater geworden. Ja. Wie verändert das nochmal das Leben? Vor zwei Jahren schon. Was geht die Zeit rum? Das verändert das Leben eigentlich überhaupt nicht, außer dass man viel Spaß dran hat. Ist das zeitlich? Wie sieht so ein Tag jetzt bei Ihnen im Leben aus? Sie sind ja auch noch viel beschäftigt. Ja, das sieht so aus, dass morgens um 5:30 ein kleiner Mann auftaucht und sagt, Papa, aufstehen. Wie ist das? Ist er als Hausmann einsetzbar? Ja, definitiv. Was? Er kocht. Ja, wirklich. Er macht eine super Suppe. Kann man gar nicht anders sagen. Was ist das Besondere an ihm? Sein Humor. Wir haben glücklicherweise denselben Humor. Und insofern verstehen wir uns da sehr gut und haben auch jetzt keine Probleme damit, dass der eine den anderen nicht versteht. Wir kotzen uns an und haben unseren Spaß dabei. Wie hat das begonnen bei Ihnen? Hat er Sie erobert oder haben Sie ihn erobert? Wir haben uns eigentlich gar nicht erobert. Ich fand ihn nicht spannend und er fand mich nicht spannend. Und jetzt stehen Sie nebeneinander und sind ein glückliches Paar mit Kindern. Wie muss ich das begreifen? Irgendwann über Gespräche haben wir uns angenähert. Und dann hat er mich erobert. So wie es sein soll. Wie ein Gentleman. Ja, natürlich. Jetzt ist er sehr... Und sehr beliebt ist er auch noch, ganz offensichtlich. Ne? Jetzt muss ich aber ganz schnell noch die Gegenfrage stellen. Ich habe gefragt, was das Besondere an Ihnen ist. Was ist an ihr das Besondere aus Ihrer Sicht, was sie einfach ausmacht? Sie ist sehr ausgeglichen, unterstützt mich in allem, was ich mache und tue. Und wir haben nie Krach. Man sagt ja immer, Fußball-Weltmeisterschaft ist bald Fußballmannschaft. Können Sie noch ein paar Kinder mehr vorstellen? Links außen, rechts außen, Stürmer? Wir sind, glaube ich, durch. Wünsche, Träume für die Zukunft. Abschließende Frage. Was ist das so als erstes bei Ihnen? Was kommt als erstes hoch? Gesundheit. Und dass es so schön bleibt, wie es ist mit uns. Vielen lieben Dank. Einen wunderschönen Abend. Danke.